In der Geschichte gibt es Menschen, die aus dem Nichts auftauchten und wieder verschwanden, als hätten sie nie existiert. Denn nur der Schein des Geheimnisses, der ihre wahre Identität verbirgt und die Erinnerung an ihren Namen bleibt. Entdecke die geheimnisvollsten Menschen, die jemals in der Geschichte existierten. D.B. Cooper. Am 24. November 1971, am Vorabend von Thanksgiving, stieg ein mysteriöser Mann namens D.B. Cooper in ein Flugzeug der Northwest Orient Airlines ein, um seine Reise von Portland nach Seattle anzutreten. Cooper fiel nicht besonders auf. Er war 1,78 Meter groß, trug einen schwarzen Anzug mit passenden Schuhen und Krawatte. Er hatte dunkle Haare und braune Augen und war ungefähr 45 Jahre alt. Eine recht unscheinbare Person, die niemandem direkt auffällt. Jedoch erlangte er, nachdem er dieses Flugzeug bestiegen hatte, als einer der meistgesuchten Männer Amerikas große Bekanntheit. Auf halber Strecke des Fluges steckte Cooper der Stewardess Florence Schaffner einen Notizzettel zu. Da sie daran gewöhnt war, dass ihr die Passagiere Komplimente machten und ihr ab und zu Telefonnummern zusteckten, bewahrte sie den Zettel, ohne ihn anzuschauen, in ihrer Tasche auf. Aber der mysteriöse Mann machte sie sofort darauf aufmerksam. Er sagte zu der Stewardess: "Fräulein, sehen Sie sich diese Nachricht besser an. Ich habe eine Bombe." Zur gleichen Zeit zeigte Cooper auf einen Sprengsatz in seiner Reisetasche. Auf dem Zettel stand folgende Nachricht: "Ich habe eine Bombe in meiner Aktentasche. Falls nötig, werde ich von ihr Gebrauch machen. Ich möchte, dass Sie sich neben mich setzen." Cooper wollte mit seiner Bombe 200.000 US-Dollar erpressen, zudem 4 Fallschirme und einen Tanklaster, der in Seattle warten sollte. Der Flugzeugentführer schaffte es, dass die Behörden seinen Forderungen nachkamen. Der Präsident der Fluggesellschaft, Donald Nyro, autorisierte die Bezahlung des Lösegeldes und riet seinen Mitarbeitern, mit dem Entführer zu kooperieren. Nach dem Auftanken des Flugzeuges in Seattle und der Freilassung der meisten Geiseln befahl Cooper dem Piloten, mit möglichst geringer Geschwindigkeit nach Mexiko zu fliegen. Doch als die Boeing über den Bundesstaat Washington flog, sprang Cooper mit einem Fallschirm und dem Geld aus dem Flugzeug. Aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse konnte sein Absprung von den verfolgten Kampfflugzeugen nicht beobachtet werden. Seitdem wurde er nie wieder gesehen. Man konnte nicht einmal seine wahre Identität herausfinden. Das Überraschendste war Coopers Verhalten. Eine Flugbegleiterin äußerte sich wie folgt über ihn: "Er schien sehr nett zu sein. Er war nie aggressiv oder böse. Er war aufmerksam und ruhig, die ganze Zeit über." Trotz der angespannten Situation, in der er sich befand, schien er alles unter Kontrolle zu haben. Nach fast 5 Jahrzehnten hat das FBI 2016 die Untersuchung des Falles D.B. Cooper zu den Akten gelegt und er bleibt einer der meistgesuchten Flugzeugentführer in der Geschichte Amerikas. Bis heute ist der Fall nicht aufgeklärt, aber es gibt immer noch viele Leute, die sich fragen, was mit dem mysteriösen Entführer passiert ist. Der Graf von Saint-Germain. In der Aristokratie des 18. Jahrhunderts kursierten vermehrte Gerüchte über einen mysteriösen Charakter, der auf der europäischen Bühne im Jahr 1740 erschien. Er nannte sich selbst Graf von Saint-Germain. Es heißt, es sei ein ca. 40 Jahre alter Mann mit einer besonderen Anziehungskraft gewesen, der die europäischen Höfe besuchte und mit Königen und dem Hochadel verkehrte. Er verdiente Respekt und Bewunderung für seine große Weisheit, Kräfte und Fähigkeiten, da er die Kunst der Alchemie, Musik und der Malerei beherrschte. Zusätzlich sprach er mindestens 10 Sprachen perfekt, darunter Chinesisch, Arabisch und Sanskrit. Saint-Germain hatte ein großes Vermögen und verbrachte nie viel Zeit am selben Ort. Ihn zog es ständig an die verschiedensten Orte in Europa und zur Erholung reiste er nach Tibet, Afrika oder in die Türkei. Die Herkunft des Grafen ist ein Geheimnis, seine Nationalität und Familie sind unbekannt. Er galt als Eingeweihter in die Freimaurerei. Dem Grafen wurde nachgesagt, dass er sehr seltsame Gewohnheiten hatte. Einige behaupten, dass er nie in der Öffentlichkeit gegessen habe,
aber dass er gelegentlich einen speziellen Tee trank. Andere Aussagen besagen, dass er oft seltsame Bemerkungen über sein Alter machte und dass er von historischen Ereignissen sprach, als ob er wirklich dabei gewesen wäre, und hätte davon gesprochen, dass es nicht unmöglich sei, länger als 100 Jahre zu leben. Saint-Germain war ein Mann, der alles weiß und nie stirbt, so wird er von dem französischen Philosophen Voltaire zitiert. All dies hat den Grafen von Saint-Germain zu einer geheimnisumwobenen Legende gemacht, eine Mischung aus Magie und Verschwörung, einschließlich des Elixier des Lebens und der Fähigkeit, Silber in Gold zu verwandeln. Obwohl es keine Beweise gab, fanden die Machenschaften des geheimnisvollen Grafen im Jahr 1784 ein jähes Ende. Wer war dieser mysteriöse Graf? War er vielleicht ein Zeitreisender und lebt vielleicht heute immer noch unter uns? Der Mann aus Tourette. An einem Sommertag im Jahr 1954 wurde ein mysteriöser Mann, der fließend Japanisch, Französisch und andere Sprachen beherrschte, an der Passkontrolle des internationalen Flughafens Tokio überprüft. Der rätselhafte Reisende war gut gekleidet und behauptete, ein Geschäftsmann zu sein, der häufig in andere Länder verreist. In der Tat hatte er in seiner Brieftasche Währungen verschiedenster Länder. Der Zollbeamte kontrollierte den Reisepass des Mannes, der schien auf den ersten Blick völlig in Ordnung zu sein, jedoch zeigte die Überprüfung, dass er aus einem Land namens Tourette stamme. Das irritierte den Zollbeamten, da ein solches Land auf der Welt nicht zu finden ist. Der Reisende bekräftigte nochmals, dass Tourette ein echtes Land sei, welches seit tausenden von Jahren existiert. Sofort legten sie ihm eine Weltkarte vor, um die entsprechende Lage von Tourette aufzuzeigen, und er zeigte auf einem kleinen Ort, der an der Grenze von Spanien und Frankreich lag. In diesem Gebiet befindet sich Andorra, aber Andorra wurde nie Tourette genannt, also wie kann das sein? Weitere Überprüfungen der Zollbeamten ergaben, dass die Firma, mit der er sich in Japan treffen wollte, noch nie von ihm gehört hatte. Die Bank, die seine Schecks ausstellte, nicht existierte. Und das Hotel, in dem er angeblich ein Zimmer gebucht hatte, keine Informationen über seine Ankunft hatte. Völlig aufgebracht und zugleich wütend wurde der Reisende über Nacht in einem Hotelzimmer festgehalten und bewacht, während man versuchte, die Situation zu klären. Seine Papiere und sein Eigentum wurden in Polizeigewahrsam genommen. Aber am nächsten Morgen war der Mann aus Tourette nicht mehr in seinem Zimmer aufzufinden und spurlos verschwunden. Ebenso wie seine persönlichen Sachen und seine Dokumente. Wie konnte er aus einem Zimmer ohne Balkon entkommen, das in den obersten Stockwerken lag? Nie wieder hatte man von ihm gehört oder etwas gesehen und das Mysterium um seine Person konnte nie gelöst werden. Fulcanelli. Der Legende nach versteckte der Bischof von Paris im 13. Jahrhundert in der Kathedrale von Notre-Dame die Formel zur Herstellung des Steins der Weisen. Seitdem haben nur einige ausgewählte Eingeweihte Zugang zu den Geheimnissen der Kathedrale erhalten. Wie eine geheime Gruppe von Alchemisten, unter denen sich ein rätselhafter, unbekannter Mann namens Fulcanelli befand. Fulcanelli ist das Pseudonym eines französischen Autors des späten 19. Jahrhunderts, hinter dem sich ein Meister der Alchemie verbirgt, dessen Identität ein komplettes Geheimnis ist. Sein Name scheint aus den Worten Vulcano und Helios, den griechisch-römischen Götternamen, zusammengesetzt zu sein, die mit den alchemistischen Praktiken von Fulcanelli in Verbindung stehen könnten. Es ist bekannt, dass die einzige Person, die ihn genauer kannte, der Alchemist Eugène Cancellier war, dem Fulcanelli seine Manuskripte 1925 zur Veröffentlichung übergab. Cancellier ist Autor von bedeutenden Werken der Alchemie. Er äußerte sich nie über Fulcanellis wahre Identität. Nach Angaben des Chemieingenieurs Jacques Berger besuchte Fulcanelli ihn 1937 und enthüllte einige Geheimnisse über die Nuklearkernspaltung. Er warnte ihn auch vor den Gefahren einer solchen Technologie und behauptete, dass sie bereits in der Antike gegen die Menschheit eingesetzt worden ist.
Sein Wissen weckte auch starkes Interesse bei der Abwehr der Nationalsozialisten. Der deutsche Geheimdienst wollte Fulcanelli aufspüren, um Atomwaffen zu entwickeln, aber sie fanden ihn nie. Die Gerüchte über Fulcanelli enden in der spanischen Stadt Sevilla, wo einige Schüler sagten, dass sie ihn dort gesehen hätten. Das war in den 1950er Jahren, und obwohl Fulcanelli über 100 Jahre alt gewesen sein soll, sah er wie ein Mann von 40 Jahren aus. Seitdem ist Fulcanelli ein Name in der Geschichte, bei dem man nicht weiß, ob es sich dabei um eine oder mehrere Personen gehandelt hat. All diese rätselhaften Persönlichkeiten, die wir gesehen haben, bewegen sich zwischen Legende und Realität. Aber sie alle verbindet etwas Gemeinsames, denn bis heute konnte ihre wahre Identität nicht offenbart werden. Und sie wird wohl für immer ein Geheimnis bleiben.